so, hallo Freunde, mein Name ist Ted Lewis und ich begrüße euch jetzt hier aus meiner Location, dem Gloria Kulturpalast in Landau. Ja, wir haben natürlich turbulente Zeiten und für mich als Künstler und Kulturstättenbetreiber doppelt hart, das heißt keine Aufträge momentan und ein leerstehendes Gebäude. Als Künstler selber hat man ein bisschen Polster, da ist es nicht ganz so tragisch, wenn nicht viel reinkommt, aber so eine Veranstaltungsstätte wie Gloria, die verschlingt halt im Monat knapp 5000 Euro mit Gehältern, mit Pacht, mit allem, was rumkommt und da geht uns momentan der Arsch ein bisschen auf Grundeis, weil es kommt halt null rein. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Puffer, aber der hält nicht mehr lange. Das ist das einzige große Problem in einer Zeit, wo natürlich jeder Not hat. Zum Beispiel, Leute brauchen jetzt Klopapier ohne Ende. Ich sage ja immer, ne, wo es viele Arschlöcher gibt, da braucht man auch viel Klopapier. Das ist sozusagen der Arschloch-Indikator. Je weniger Klopapier, umso größer oder umso mehr sind die Arschlöcher. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber ansonsten finde ich, es gibt eine tolle Zeit. Viele helfen, viele Leute halten zusammen und wir unterstützen ganz viele Leute und wir brauchen jetzt auch Unterstützung, weil wir haben natürlich auch von Gloria ein Crowdfunding. Dazu muss ich natürlich kurz erklären, der Gloria Kulturpalast ist eine Kulturstätte. Wir fördern ganz viele kulturelle Veranstaltungen. Das heißt, normalerweise ist es umgekehrt, wir unterstützen Leute und jetzt ist es leider umgekehrt. Wir brauchen wirklich Unterstützung von ganz, ganz vielen Leuten, die was spenden, die sagen, Gloria soll erhalten bleiben, das Konzept soll erhalten bleiben, Kulturförderung von Studenten bis Schulveranstaltungen, von Kulturveranstaltungen wie Karaoke zusammensingen, wie Zauberveranstaltungen, da gibt es ganz, ganz breites Spektrum und da bräuchten wir eure Hilfe. Das heißt, das wäre natürlich super, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle lokale Betriebe unterstützen und so ein bisschen auch über den Tellerrand ausdenken, glaube ich, ist es auch in Deutschland einfacher, durch die Krise durchzukommen. Ich glaube, wir schaffen das alle und das sagt ja auch Mutti.